So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Y. Oh yeah, am letzten Part sind wir am Strand angekommen, haben ein Fossil erhalten und quasi die Leuchthülle abgeschlossen. Und jetzt legt sie sich bald einen neuen Bikini zu. Nach diesem Kampf wandert dieser alte Fetzen auf der Stelle in den Müll. Das sind nämlich wieder so Informationen, die wir unbedingt brauchen, um Erfolg im Part zu haben. Was zur Hölle? Vicky, was soll das? Vicky? Mein Gott, hier Dingens. An meinem Freundescode heißt auch Vicky. Bist du das etwa? Motti, du bist das übrigens, du bist gemein, falls du das überhaupt siehst. Das ist so ein Typ, der kennt jeden, müsst ihr wissen. So, Psy-Strahl wird in den Kampf geschickt. Windstoß, nein, don't do this. Das macht sowieso nicht viel Schaden. Maskerigen, ein hübsches Pokémon, ich mag es. Ja, wieder mal so ein Satz, der sehr selten aus meinem Mund kommt, ich weiß, und ich habe schon wieder vergessen, den Mogelhieb einzusetzen. Vielleicht, weil ich ihm da meinem Psyauf DX-Vision dieser Attacke nicht beigebracht habe, deswegen denke ich hier automatisch nicht mal daran, diese mal eventuell einzusetzen. Oh mein Gott, das ist so ein psychologischer Kniff. Auf jeden Fall kriege ich hier gerade einen Windstoß nach dem anderen ab und der hat uns jetzt gerade ziemlich wehgetan. Ich hoffe, das reicht. Könnte aber knapp werden. Nein, reicht natürlich nicht. Super Trank. Bitteschön. Guck mal, lohnt sich sogar richtig. Halt nur nicht mal komplett. Ja. Tränke werden langsam ziemlich nutzlos. Nur mal für so eine kleine Zwischenheilung. Vielleicht werden wir die demnächst aufbrauchen. Dann werden wir uns ab jetzt nur noch von Supertränken ernähren. Ernähren? Ja, so ähnlich. Zack, lass doch bitte bleiben. Ich bin doch nur ein hilfloses... Nein, ich bin nicht hilflos, aber ich bin ein Pokémon. Ne? Tolle Aussage, ich weiß. Tut mir leid. Psyau hält wieder mal jede Menge EXP. Oh, wow. So, ich hätte den Bikini lieber in einem Sieg verabschiedet, aber man kann nicht alles haben. In der Tat kann man das nicht. Also, such dir bitte jemanden, den das interessiert. Okay, Gramokles, du darfst mal wieder ein bisschen fighten. Wir holen auf, immer mehr, yeah. Zack, und wir sind in einer neuen Stadt angekommen. Yay, und ich mache Freudendrehungen vor Freude. Ja, gibt Sinn, ne, dass man vor Freudendrehungen Freude macht. Oder Freudendrehungen, nur wenn man freudig ist, ich weiß nicht. Ich bin sehr erfreut auf jeden Fall, dass wir jetzt hier sind. Und gebt uns wieder mal euren ganzen Kram mit, den ihr irgendwie habt. Ein zusätzliches Geschenk, ja, das würde ich wirklich gerne nehmen. Linktausch, ja, alles, das sind doch alles alte Hüte. Das weiß man doch schon seit Alpollo. Da-bi-di-dam. Eine Duftbeutel, meine Güte. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass ich das manche Pokémon wirklich gerne antun, aber ich bin nicht manche Pokémon. Boah, jetzt habe ich es nochmal voll gegeben. Oh mein Gott. Ich wusste doch, das habe ich noch richtig in Erinnerung, dass hier ein Äther versteckt war. Ich habe nicht etwa zufällig diesen Stein einfach angeklickt in der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas ist. Nein, das würde ich niemals tun, so etwas. Ja. Ist schon klar, also ich weiß nicht, du siehst jetzt nicht aus wie der typische Angler, aber... Wenn du deine Freude daran hast, dann will ich dir diese natürlich nicht nehmen und angle weiter. Versuche dein Glück im Angler-Dasein oder so. Was für Items soll ich meinem Pokémon geben? Ich würde ihre Stärken weiter ausbauen. Ach, hier haben wir so einen Kaffee. Na, ich werde das einmal machen, um euch zu zeigen, was das genau ist. Ja, ich möchte an den Tisch. So, was dieser Tisch, was das jetzt bringt, man kriegt Pokémon in seinen Pokédex. So, jetzt kriegen wir erstmal natürlich noch irgendwas in den Rachen geschüttet. Irgendwie so eine komische Ekelbrühe. Was hast du gesagt? Ich meine, lecker, super Brühe. So, ich habe gehört, das soll toll sein, wenn man Trinkgeld gibt. Das heißt, ich gebe ihm jetzt mal 1000. Okay, bitteschön. Gluck, gluck, gluck. Das war aber lecker, du. Meine Jüde, ey. So, und jetzt können wir mit den Leuten hier reden und uns Pokémon zeigen lassen. Guck hier. Die haben wir jetzt quasi im Pokédex als gesehen. Das ist das Praktische daran. Da kriegt man teilweise schon ziemlich seltene Sachen zu Gesicht. Deswegen lohnt sich das sogar, hier mal vorbeizuschauen. Ein wahnsinnig süßes Tauboga. Hast du noch was für mich? Nein. Okay, ich will gehen hier. Ich habe keinen Bock mehr. Verlässt du uns etwas schon? Ja. Tut mir leid. Ich bezahle dafür eigentlich, dass ich mich da reinsetze oder dafür, dass ich das Getränk bezahle? Eigentlich ja für den Sitzplatz, ne? Ich bezahle ja jeder, kriege ja immer das gleiche Getränk, nur irgendwie immer an einer anderen Stelle, sag ich mal. Ja, Tipps für Trainer, die sind alle unglaublich nützlich, wie man es halt kennt. Fast schon ein bisschen. Guck mal, hier mal wieder ein Hotel. Erholung, eine äußerst gute Attacke, die ich in meinem normalen Playthrough vermutlich nicht verwenden werde. Entsprechend logisch dann auch die Konsequenz, dass ich wesentlich wahrscheinlicher Schlafrede noch weniger benutze. Also jetzt hier, Playthrough. Beides sind nämlich sehr gute Attacken. Wiff, wiff! Alles klar, Hund. Dann bell mal lustig umher. Na, möchte ich vielleicht auch noch irgendwas geben? Schau mal, ja, ich möchte etwas haben. Oh, der Fatumknoten, das Zuchtmaterial-Ding schlechthin.
Der Fatum-Knoten hat eine neue Zuchtwirkung hier in X und Y bekommen. Ja, züchten ist nämlich jetzt sehr viel angenehmer. Man kann sich jetzt ganz ohne RNG oder sonstiges nämlich relativ easy Pokémon mit 5 31er DVs herzüchten. Der Fatum-Knoten macht's möglich, weil der Fatum-Knoten, der vererbt 5 DVs der Eltern sicher weiter anstatt 2. Das ist schon mal ziemlich nice. Also hat man gute Eltern, hat man dann noch logischerweise meistens ein gutes Kind. Und es gibt später noch ein paar andere Sachen, die ebenfalls dazu beitragen, dass die Zucht vereinfacht wurde, aber dazu sage ich euch erst etwas, wenn es soweit ist. Das wird noch sehr lange dauern, aber auf jeden Fall der Fatum-Knoten schon mal eine Sache Richtung Besserung. Extrem nice. Didam. So, haben wir vielleicht noch irgendwas anderes hier, was mir gegeben werden möchte? Möchtest du mir irgendwas schenken? Nein, offensichtlich nicht. Ich finde dich wirklich unverschämt. Du vielleicht. Ja, Flordales hat das gemacht, aber verrat's bitte keinem, okay? Ist ein bisschen schüchtern, was diese Erfindungen angeht. Na, nicht wirklich. Gebt mir neue Erkundungen. Routen, Erkundungen, Erkundungsteam, nein. Ja, die ist wirklich riesengroß. Vor allem gibt es verdammt viele Pokédexe hier, wie sie gerade nämlich schon gesagt hat. Hör gerne. Gut, dann fangen wir mal an. Mit welcher dieser drei Bärensorten? Halt mal für gewöhnlich Verwirrung. Oh mein Gott, das würde wohl nicht die Persimbeere sein? Bingo. Die Attacke Angeberei hört zwar bekanntlich den Angriffswert des Ziels, aber welche der folgenden Statusprobleme kommt dazu? Das ist die Verwirrung. Ding, ding, ding. Vollkommen richtig. Hier dein Preis. Wow. Kriege ich auch Angeberei? Nein. Ja. Eine unglaubliche Taktik im Doppelkampf Angeberei und Persim. Völlig unbekannt. Chirp, chirp, chirp. Willst du mich auch irgendwas geben? Ja, da hast du vollkommen recht. Ich setze mich auf dein Bett. Haha. Meine Keime. Und schön weg hier. Die kleinen Datiere, die überall rumhüpfen. Schön. Es sind immer bestimmte Pokémon, die überall rumjumpen. Datiere gehörte dazu. So, hier in dieser Stadt habe ich mich da erstmal tierisch verlaufen. Ich hoffe, ich vergesse diesmal hier nichts mitzunehmen. Hallöchen! Warte, du willst mein Gramoklis massieren? Das ist ein Schwert, du würdest dabei die Hände aufschlitzen. Okay. Siehst du, es ist nichts passiert? Oh, scheiße, mein Finger ist ab! So, die Massage wird ihre Wirkung verfehlt. Das Pokémon hat uns etwas mehr Zutrauen, aber mein Finger! Selber schuld. Gramoklis, was sagst du dazu? Kling! Das sagt er dazu. Hey, deine Mutter hat gerade einen Finger verloren. Eine Massage öffnet die Türen zu den Herzen der Pokémon, da mögen sie einen gleich viel mehr. Okay, das scheint sie ja nicht sonderlich zu interessieren. Sorry, hier nehmen Sie meinen Scheck. Wenden Sie sich an meinen Anwalt oder so. Okay. Ich bin zwar wahrscheinlich, glaube ich, relativ topfit noch, aber ich halte trotzdem meine Pokémon. Ich finde es übrigens immer interessant, wenn man manchmal Schwester Joy hier anspricht, oder wie auch immer die heißt, ist ja nicht Schwester Joy eigentlich, die Krankenschwester, dass da immer die Kamera so ein bisschen die Sichtweise ändert. Das ist doch mal was, eine willkommene Abwechslung. Ich hätte da einen Vorschlag. Pff, was ein Tausch, gerne. Hier. Hat sogar nicht mal eine Dingens hier. Das ist auch noch hart, ja, immer schlimmer hier. Hat noch nicht mal eine Herzschuppe dabei. Okay. Wow. Typ. Das ist ein Tausch, der ist. Ich weiß nicht. Etwas interessant. Na gut. Danke für das Stalos. Da wird sich Marcel freuen, wenn er das gesehen hat. Wow, was ein Ruf. Dam, dam. Versandte dein Stadida. Interessanter Name. Kümmere dich gut um Stadida. Ja, tue ich. Ich werde ihn in der Box versauern lassen, genau wie zuvor Libiskus. Hallo Libiskus. Ich hoffe, wir werden uns gut verstehen. Ja, und schnell weg hier. Ja, achso, er gibt mir ein Gedicht. Bei Gefahr des Todes Siegeszug vernommen. Den Opfern jenes grimmen Krieges Pokémon und Mensch zusammen. Die ach so ihr junges Leben ließen. Mögen Tränen liefen der Trauer fließen. Ha, um sie zu ehren und uns zu mahnen. Ja, komm, sind wir mal großzügig. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich gebe jetzt auch 1000. Es freut mich, dass es dir gefällt. Jojo, easy, kein Problem. Pokémon derselben Art können durchaus verschiedene Fähigkeiten haben. Mensch, erzähl mal was Neues. Ich habe auch jede Menge Tränke am Start. Achso, du willst den Arena-Leiter herausfordern. Tja, Trainer Hoffnung. Ich weiß nicht, ob du da wirklich so geeignet bist, aber du kannst natürlich trotzdem gerne versuchen. Und die Sprechblase zeigte gerade unter ihren Rock. Was wolltest du das sagen? Egal. Also der Sprechblase von dem Verkäufer da. So, hallo Fahrradladen, na? Oh, willkommen im Maschine reinspaziert. Oh, das nenne ich mein perfektes Timing. Du bist unter 10.000 und erster Kunde. Du wärst du Nummer 10.000 gewesen, hättest du ein Fahrradgeschenk bekommen. Da du nur ganz knapp bei diesem tollen Gewinn vorbeigeschaut hast, bekommst du eine zweite Chance. Wenn du die folgende Quizfrage richtig beantwortest, erhältst du noch ein Fahrrad. Hier kommt die Frage. Gibt es Fahrräder auch in verschiedenen Farben? Aber sicher. Sieht man doch schon im Hintergrund. Richtig, bin mir sicher, das Fahrrad wird dir bei den besten Händen sein. Du liebst Fahrräder augenscheinlich. Welche Farbe darf es denn sein? Hältst du lieber ein gelbes oder ein grünes? Ich würde natürlich eigentlich ein grünes nehmen.
Aber da ich ein grünes schon habe, bei X nehme ich hier ein gelbes. Ein gelbes Fahrrad, toll, viel Spaß beim Rumdüsen in der Carlos-Region. Jetzt kommt das große Phänomen, ich werde das Fahrrad fast nie benutzen, weil ich auf den Rollerskates einfach viel lieber unterwegs bin. Naja. Nein, ich glaube nicht, dass du da noch schneller bist, das wäre etwas seltsam. Trotzdem werde ich das Fahrrad aber mal registrieren, als kurzes Schnell-Item quasi. Dann habe ich wieder meine Standard-Sachen drin. So. Zack, na, 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 na. Dankeschön. Wenn wir nämlich Y drücken, kriegen wir hier diese nette kleine Aussicht. Das sieht dann so aus. Yay, Fahrrad. Aber es ist mir zu ungenau. Ich verliere mit den Skates, wie gesagt. Das Fahrrad benutze ich eigentlich nur, wenn ich Pokémon nachher ausbrüte. Ja, interessant. Das ist wirklich schön. Das freut mich wirklich. Danke, 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 danke. Okay, waren wir hier nicht schon? Nee, waren wir noch nicht. Da steht eine Forscherin, sie guckt den Fernseher an. Was ist denn da so interessant, hä? Der Fernseher ist aus, Mann. Ach, du erzählst uns was über die GTS und so weiter. Das ist natürlich interessant. Das ist mir schon klar. Psi, überall diese kleinen Psiau. Das ist schade, dass eigentlich überall nur die gleichen Pokémon rumlaufen, aber Hauptsache Psiau laufen rum. Psiau sind putzig. Guckt es euch an, wie fröhlich es da durch die Gegend tapselt. Und jetzt pennt auch Psiau da unten. Hey, Kleiner, aufwachen. Psiau hat offen mein kurzes Päuschen eingelegt. Jetzt ist es wieder fit wie ein Turnschuh. Oh, meine Güte, das ist es in der Tat. Das ist es in der Tat. So, hier waren wir jetzt überall schon gewesen. Haben wir damit schon gequatscht? Mit dir gequatscht? Du hast ein interessantes, wohlklingendes Stimmchen, mein Freund. Ja, die haben wir definitiv schon angebrabbelt. So, waren wir auch immer schon drin? Ja, genau, erinnere ich mich. Ja, hier haben wir alles abgegrast. Schön, dann zeigen wir uns doch mal, was es hier noch so gibt. Die Stadt ist so groß, viel zu groß. Einen frischen Sprudel? Nee, lass mal lieber. Will ich nicht, habe ich gesagt. Moment, da war ich auch schon drin. Sorry, ich sag hier, habe ich mich immer wieder verlaufen in dieser Stadt. Derp. Gut, wo könnte ich denn jetzt hingehen? Da ist eine Laterne. Und ein langer Weg nach oben, aber den gehen wir jetzt erstmal noch nicht ab. Es ist ein tolles Gefühl, über den Holodeck immer die neuesten Informationen zu erhalten. Ja, das glaube ich dir. So, ab ins Modegeschäft. Wollen wir uns doch mal ein bisschen einkleiden, eventuell, falls sie was Cooles haben. Es gibt Größen. Ja, das ist Wahnsinn. Ich weiß, das freut dir Was? Du, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich will nicht weiblich elegant angezogen sein jetzt hier als Kerl irgendwie. Manchmal reicht schon ein Hut, ein ganz neues Erscheinungsbild zu ändern. Ja, das wusste ich sogar schon. Okay, gehen wir doch mal schauen, ob wir uns hier irgendwas Cooles kaufen können. Willst du was anprobieren? Ja, deswegen bin ich hier hingegangen, ne? So, was hast du denn da so? Pokéball-Kappe, die sieht doch cool aus. Guck mal hier. Ja, da müssen wir die Sonnenbrille ablegen. So. Ja, meinetwegen. Guck mal, haben wir noch irgendwas Nettes hier? Nee, das sieht doof aus. Die hat was, aber das ist gleich in Rot, oder? Und genau das gleiche trage ich schon. Ja, dann ziehe ich lieber wieder das an. Wow, das kostet ja gar nicht viel hier. Uiuiui. Teuer. Ich weiß, es gibt aber noch wesentlich teurere Läden. Insofern nicht so dramatisch. Oh, eine neue Tasche. Aber nö. Ja, ich will den Hut haben. Gebt mir die Mütze. Und die Sonnenbrille könnt ihr behalten. Meinetwegen. Ist okay. Gib her. Kling. Dieser Look steht dir extrem gut. Oh, yay. Okay, kein Problem. Wir wollen ja mal ein paar Sachen ausprobieren, nicht? Schau mal wieder vorbei. Mache ich eventuell, wenn ich mal zu viel Geld habe und sie für euch ausgeben möchte. Das ist das Hotel, da waren wir auch schon drin, ne? Genau. Darf ich nochmal sagen, dass ich mich hier immer gerne verlaufe? Hätte doch bestimmt keiner, und hab doch bestimmt auch keiner gemerkt. Ey. Achso, das war ja Stärken ausbauen, habe ich dir doch schon gesagt. Meine Güte, dann mach doch mal, wenn du schon nach einem Rat fragst, dann mach doch auch, was dir geraten wird. Das ist doch echt unmöglich hier. So, und hier geht's auch noch lang. Das ist nämlich eine sehr schöne Route. Hi, ja, wie geht's dir? Gib mir was. Nee, sie gibt mir nichts. Wie unhöflich. Achso, das war schon hier. Okay, dann müssen wir doch mal langsam irgendwie den Arenaleiter suchen, denn wir haben ja jetzt schon erfahren, dass es hier irgendwo einen zu geben scheint. Nur wo ist der Fed? Der Fed? Der Wicht, wollte ich sagen. Lino. Okay, hier bringt es offensichtlich nichts, lang zu stöbern. Arenaleiter, tell me. Du weißt das doch bestimmt, oder? Okay, wir machen nur ein Radrennen. So, yay. Das hier wäre die Radrennstrecke quasi. Boah, ich bin ein Meister. Guckt auf euch an, niemand gewinnt gegen mich.
Didam. Yay. Verdammt, wir werden aufgehalten. Nein, du hast meinen Rekord gebrochen. Was machst du denn hier? Das Fahrradrennen ist bereits gelaufen. Ich habe übrigens den ersten Platz gemacht. Ja, weil ich nicht mitgemacht habe. Tut mir leid, dass du es verpasst hast. Hier, du kriegst von mir als Trost diese vor allem Stärke. Wenn du eines deiner Pokémon davon Gebrauch machen lässt, kannst du fortan große Felsen beiseite schieben, die dir im Weg stehen. Lalilalule. Danke, danke, wirklich. Um die Attacke außerhalb der Kämpfe anzuwenden, brauchst du allerdings erst meinen Arena-Orden. Ich warte in der Pokémon-Arena auf dich. Schau einfach vorbei, falls du Lust hast. Du hast eine extrem seltsame Frisur, mein Freund, aber ich werde trotzdem bei dir vorbeischauen und dich fertig zu machen, natürlich. Wir müssen auf jeden Fall jemandem Stärke beibringen, nur wer ist dafür geeignet? Mehikel trägt bisher noch keine VM. Und die Zertrümmere ist ja keine VM mehr. Ob der Rasierblatt reicht eigentlich aus, finde ich. Na, nehmen wir den Rankenhieb weg. So, zack. 1, 2, schwupp, Mehikel hat Ranke vergessen und er lernt stattdessen Stärke. So, dürfte ich jetzt bitte hier mal meinen Weg zu Ende fahren? Meine Güte, voll unhöflich, hier uns einfach davon abzuhalten. Hier gibt es auch noch Items, die ich mitnehmen möchte und so weiter und so fort. Da unten war die Arena, wir haben gerade schon mal einen Blick reinwerfen dürfen. Und da oben in die Höhle schauen wir dann nächsten Mal rein. Hi. Manchmal schwinge ich einfach von meinem Rad, um ein wenig Bewegung zu kommen. Hier, ein bisschen Sport schadet beim Trainerkampf bestimmt nicht. In der Tat, sowas ähnliches hast du gerade wahrscheinlich gesagt. Na, da bin ich etwas zu weit gefahren. So, jetzt ganz vorsichtig. Und nach links. Yay. Findet das Item X-Spezial. Oh meine Güte, ich bin ja voll aufgeregt, dass ich das gefunden habe. Moment mal, hier kann ich... Nee, okay, ich wollte schon sagen, da ist irgendwas, was ich übersehen habe. Das wäre ja töricht gewesen. Moment, weil welche Route war das? 10 oder 11? 10 steht da ja. Oh, schade. Hier kann ich schon hin, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Egal, machen wir aber noch nicht. Später, wir wollen ja mal hier die Reihenfolge, oh ja, stimmt, die, guck mal, da liegt noch was, die Reihenfolge, die Bedachte, beachten, falls die überhaupt irgendwie bedacht wurde. Naja, also, wir kommen sowieso nicht weiter sonst, meine Güte, ist ja auch egal jetzt. Dirty girl, dirty girl. Hallöchen, Item X-Abwehr. Gib mir doch noch mehr von diesen sinnlosen Items, die sowieso nie ein Schwein benutzt irgendwie. Auch wenn ich kurz davor war bei der ersten Arena, aber es hat ja dann doch noch gut geklappt. Okay, wir sind da. Nice one. Ich denke aber nicht, dass die Zeit noch ausreicht, um noch gegen den Arenaleiter zu kämpfen. Arenaleiter Lino. Was? Kletterer mit harter Schale, aber weichen Kern. Oh, er ist ein harter Kern. Nee, umgekehrt. Hat er eine weiche Schale, einen harten Kern? Nee, so ähnlich. Riliviera Arena. Riliviera. Auch wieder eine Arena, die sehr schön aufgebaut hat. Hast du irgendwelche anerkannten Trainer hier? Nö. Hast du mir irgendwas zu sagen, außer dass der Stein-Pokémon benutzt? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's? Wie steht's? In dieser Arena dreht sich alles um Pokémon vom Typ Gestein. Die sind unter anderem im Nachteil gegenüber Stahl- oder Wasser-Pokémon. Es ist doch fast schon niedlich, gegen wie viele Pokémon-Typen die Gestein-Pokémon an sich schwer tun. Untersuche von den blauen Feldern aus die Steinwände, um dich an ihnen nach oben und links und rechts zu bewegen. Nur so gelangst du zum Arenaleiter. Ja, schön, aber jetzt gehe ich erstmal hier ganz außen rum, weil ich möchte euch etwas Wunderschönes zeigen. Ihr hört schon, der Wasserfall. Und jetzt passt mal auf. Oh, es hat sich toll. Ich find's schön. Find's schön, genau. Ja, ja. Wer kennt das noch? Ich weiß es nicht. Vielleicht der ein oder andere. So, wir sollen die Wände hochklettern. Und wir wollen natürlich dabei auch jeden einzelnen Trainer umknüppeln. Das machen wir glatt. Dü-dü-düm. So, da ist schon mal die Nummer 1. Hallo, so eine andere Trainerhoffnung wollte ja auch gegen Lino kämpfen. Was ist mit dir? Ich bin so kaputt vom Training und Klettern, dass ich erstmal eine kurze Verschnaufpause brauche. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es anstrengend ist. Deswegen mache ich es ja auch nicht. Deswegen kämpfe ich lieber einfach gegen euch. Lito Meat wird in den Kampf geschickt. Ist das wirklich das, was du willst? If this what you want? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheinbar ja. Wir werden zur Dunkelklinge greifen. Die fangen jetzt schon an, langsam unser Level zu überschreiten, sehe ich gerade. Das ist ja interessant. Ja, wie oft möchtest du noch treffen? Okay, dreimal reicht. Das möchte ich aber auch meinen. Zack, die Dunkelklaue hat dich voll aufgeschlitzt, man. Finte, das muss jetzt aber nicht sein. Ich wollte gerade sagen, lass es bitte bleiben, okay? Ah, guck mal, der kriegt doch den Bollenhelm Schaden. Hat's doch gelohnt und dadurch ist er jetzt gestorben. Wobei, der Volltreffer hat's auch so gekillt, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine. Relikant wird eingesetzt. Für Relikant halte ich doch Mehikel für die beste Wahl. Denn,
Man sehe und staune, das hat einen vielfachen Vorteil mit, da ist von, also hier relikantes Gestein und Wasser. Und das ist nun mal vierfach schwach gegen Rasierblatt. Show me your moves, du bist schneller. Don't like it. Ich hoffe, der Kampf ist vorbei, bevor ich einpenne, sonst muss ich nochmal zurück, weil ich glaube, ich habe keine Aufwecker. Es war gar nicht mal so viel Schaden. Aber Mehikel weiß Relikant natürlich effektiv zu besiegen, denn es hat es gerade getan. It's super effective. Relikant wurde besiegt und geht zu Boden. Der prähistorische Fisch, der war mal eine Besonderheit und hier hat ihn jeder Zweite. Na gut, das ist das Erste, was wir sehen, glaube ich, aber trotzdem. Body Check. Wir haben schon Stärke. Stärke zwar ein bisschen schwächer, aber trifft sicherer und wir haben keinen Rückstoß. Ich bin total kaputt, aber im positiven Sinne. Ja, ich habe mich auch gerade total kaputt gemacht. Das sollte eigentlich nicht im positiven Sinne sein, aber vielleicht nimmst du das ja nicht so krumm. So, wir wollen natürlich jeden Trainer sehen, also gehe ich auch schön jeden Weg entlang. Ach, Moment, halt, stopp, das ist das, was wir eben schon gesehen haben. Huch, da war ja was. Ich glaube, was der Typ in den Haaren hat, sind diese Steine, die an den Wänden hängen. Also irgendwie, vielleicht kann man noch über seine Frisur irgendwie klettern. Wie auch immer. Übrigens mal sehr erstaunlich. Ist euch mal auffallen, dass das die erste Gesteinsarena ist, die nicht die erste ist? Ja, die erste in im Rot-Blau hier, also erste Generation war es Rocco. Und in der dritten Generation war es Felicia, die war auch Gestein. Und danach war es, wie hieß der noch? War das, hieß der Fight? Keine Ahnung, auf jeden Fall, der war auch Gestein. Und der erste. Immer wieder die Steintypis. Also nicht, dass jeder Arena Gestein sitzt, habe ich jetzt nicht gesagt, bevor mir das wieder in den falschen Kontext gelegt wird. Aber ist halt sehr auffällig, dass wenn es eine erste Arena ist, also wenn es eine Steinarena gibt, ist es immer die erste. Bis auf jetzt. Die wurde jetzt quasi gegen die zweite ausgetauscht. Oh mein Gott, was für eine Wendung. Immerhin etwas. Hallo, Dickerchen. Also gut, ich bin bereit. Mal sehen, ob du feine Schwäche in meiner Verteidigung findest. Höchstwahrscheinlich ja, da ich dich in den nächsten 3 Minuten besiegt. Ach, du hast nur ein Pokémon. In den nächsten 2 Minuten, in der nächsten Minute. Nein, wir wollen nicht ganz so optimistisch scheinen. In den nächsten 2 Minuten habe ich dich besiegt. Kling, Klong, Karton. Gut. Du setzt Katapult ein, das wird nicht sehr effektiv sein. Bong, der mich auf den Boden schmeißt. Das tut echt nicht gut. Ich find's lustig, wenn bei Gramoklis Schwertanz die Schwerter, die da um ihn rumtanzen, auch alles Gramoklis wären. Aber gut, das wäre vielleicht etwas zu viel verlangt, für jeden Pokémon noch einen eigenen Animation zu geben. Bei den gleichen Attacken. Aber so prinzipiell, es hätte schon was Lustiges. Ich würde lachen, so ra 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 mäßig. Okay, ja, ich hätte vielleicht doch auf eine Minute setzen sollen. Don't like it, oder? Eieiei. Oder wie lange habe ich jetzt gegen den gekämpft? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Nun ja, Gramoklis hat auf jeden Fall ein Level up, das ist doch sehr schön. Sie kommen sich endlich wieder näher vom Level, ist das nicht herrlich? Ah, bei meinem Kampf greifen wir auch an, wenn man seine kleine Schwäche mit dem Gegner findet. Ja, das ist irgendwie sinnvoll. Sonst könnte ein Kampf nämlich sich ewig hinziehen und dann ist er schon vorbei, bevor er angefangen hat oder so ähnlich. Zack, gib mir bitte mal hier ein bisschen Potions und so. Ich möchte mal kurz was nachschauen. Und zwar die benötigte Erfahrung für ein Level-Up. Du hast bereits gesammelt 9200 und du? Ja, ihr seht schon, die haben nicht so viel mehr und sind fast auf dem gleichen Level. Vivion hat viel mehr Erfahrungspunkte schon, sehe ich gerade. Hups. Naja, egal. Nicht so wichtig. Vivion ist sowieso nicht mehr so lange dabei. Ich bin zwar sehr froh, weil es gut einen guten Job gemacht hat, aber trotzdem, bald kriegen wir einen unserer nächsten festen Teammitglieder. Und deswegen muss Platz geschafft werden. Es wird nicht Psiao sein, der fliegt erst später. Die kleine Psiao, ja. Nur jenen, die reinen Härten sind, gelingt es, die Relivia-Arena zu beklimmen. Oder diejenigen, die einfach starke Muskeln in den Armen und Beinen haben und einen festen Griff, deswegen die Wände hochklettern können. Weil ich gerade frage, was machen eigentlich Trainer, die eigentlich total die Asse sind, aber halt die ganzen Arena-Rätsel nicht schaffen können, weil sie, ich weiß ja nicht, also so... Ich würde es nicht jedem zutrauen, da hochzuklettern. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde, so. Also ich hätte wahrscheinlich zu viel Schiss, weil ich Höhenangst habe. Über so eine Steinwand geklettert bin ich schon ein paar Mal. Damals Schulaktion und sowas. Hat ein paar bestimmt von euch so auch hier. Ausflug zu einer Kletterwand. Yay, was ein Spaß. Das Klettern selbst war nicht das Problem. Coole Animation, sehe ich gerade das erste Mal. Aber, ja, die Höhen und so, ne? Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass hier nicht jeder dafür geeignet ist, deswegen... Ich glaube nicht, dass das in dieser Welt so funktionieren würde, genau wie die Flugarena aus der 5. Generation aus Einall, weil da wird man ja mit so einer Kanone durch die Arena geschossen. Meine Güte, das kann doch so leicht schief gehen. Lunastein, ja, ich werde trotzdem Gramoklis draußen lassen, auch wenn es fast kaputt ist, aber ich werde es jetzt einfach kurz heilen, denn man siehe und staune, dadurch kann man vielen Problemen aus dem Weg gehen. Ein super Trank für dich, Gramoklis, bitte geh gut mit ihm um. Und du, Lunastein, seist nicht so gemein. Bist nicht so gemein.
Ja, das kannst du ruhig machen. Außer die Psi-Welle macht gleich mehr Schaden. Dann lässt du das bitte bleiben. Das soll ich dir zeigen. Mehr als 8. Wow, das war wesentlich mehr als 8. Ja, Lunastein ist dann doch schneller Geschichte als Sonnenfüll. Wow, das waren viele Erfahrungspunkte. Grammokurzeit Level 22. Aeroas? Really? Die Zornklinge ist schon nicht schlecht hier. Der Schattenstoß auch nicht. Oh, das ist jetzt aber schwer. Ich glaube, ich nehme aber tatsächlich die Zornklinge weg. So, 1, 2, schwupp. Grammokurzeit Zornklinge. Jetzt, wo ich Dunkelklaue habe, werde ich sowieso nicht mehr so oft zur Zornklinge greifen, also passt das schon. Diese Arena hat nur auf dich und dein Team gewartet. Deswegen steht doch keiner da unten in den Anerkennten-Trainer, weil sie einfach niemand herausfordert, weil ihr allen einfach sagt, nö, du hast kein reines Herz, du darfst dir nicht rein. Ding, ding, ding. Guck mal, das hat perfekt gereicht. So, wie gesagt, wir werden sowieso keine Tränke mehr benutzen demnächst. Dann gehen wir noch hier hoch. Und dann würde ich sagen, Leute, das war Pokémon Y für heute. Im nächsten Part geht es weiter in der zweiten Arena. Bis dahin, ciao.